Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Mag Max, das gute alte Mag Max. Ja, kennt keine Sau, glaube ich, das gute alte Mag Max. Ich habe sogar Probleme gehabt, ein Cover zu finden, habe es aber natürlich trotzdem geschafft. Recherche und so weiter. Ja, Mag Max ist ein Arcade-Titel. Wir schauen uns mal das Cover an. Mag Max ist ein Arcade-Titel, steht auch ganz groß drauf. Arcade, Classic. Ich als heutiger Perspektive finde ich dieses Cover so retro, dass es eigentlich schon wieder cool ist. Dann würde ich mir sofort als T-Shirt anziehen. Richtig, richtig cool. Und schauen wir mal noch auf die Cover-Rückseite an. Aha, ein bis zwei Spieler, Top 20 Arcade Classic. Also ist ein richtig gutes, also Top 20, das heißt, es ist eher unter 10, weil sonst wäre es ja in den Top 10 Arcade-Titeln drinnen. Okay, unter den Top 20 wahrscheinlich eher das 20. nehme ich mal an. Was haben wir denn hier noch? 30 verschiedene Gegner, Leute. 30 verschiedene Gegner erwarten uns. 4 verschiedene Screens, also 4 verschiedene Szenen nehme ich mal an, werden da gemeint. Und die Grafik am Hintercover, ich weiß nicht so recht. Könnte richtig mies werden. Aber mal schauen. Schauen wir mal rein. Was soll's. Kostet ja nichts. Schauen wir rein. Genug gelabert. Rein da. Okay, ich spiel's alleine. Geht schon los. Was muss ich machen? Raumschiff wird an die Oberfläche transferiert. Und jetzt kann ich hin und her fahren. Schießen mit B. Schießen mit A. Schießen. Okay. Einfach mal nur schießen. Mehr kann man... Okay, da darf ich nicht rein. Ich dachte, ich kann das wegschießen. Kann ich nicht. Okay, Start ist Pause, Select. Macht irgendein komisches Geräusch. Nein, bringt glaube ich gar nichts. So, gut. Weiter geht's. Okay. Aha, okay. Mal kurz parken. Und jetzt? Okay, ich bediene mich mal der Dauerfeuertaste. Oh, das schaut doch mal gar nicht so schlecht aus. Was ist das hier? Okay, das habe ich. Ah, das ist ein Teil, den man einsammeln kann. Wow. Okay, jetzt bin ich ein fetter Roboter, der schießen kann. Aha. Okay, kann ich da jetzt wieder landen hier? Jawohl, kann ich. Und jetzt geht es wieder oben weiter. Okay. Alles platt machen hier. Oh je. Das sind das Schiffe? Was zum Geist ist das für ein Gegner? Okay, mehr ausweichen, weniger mit diesem Laserstrahl gerade machen. Nicht nur noch das Raumschiff. Da gibt es wieder extra. Und gleich wieder landen. Und es geht hier unterirdisch weiter. Es ist ziemlich dynamisch. Also es ist deutlich besser, als ich jetzt erwartet habe. Das Cover hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil mir ein Cover so schlecht auffühlen wird. Je schwieriger man ein Cover findet, umso belangloser ist normalerweise das Game. Ist so meine Erfahrung. Gleich nochmal, geht schon. Jetzt habe ich es ja verstanden, dass ich nirgends reinfahren muss, darf. Und dass ich mich hier noch zusammensetzen kann und verbessern kann. Also das finde ich irgendwie cooler, als einfach nur einen anderen Schuss zu kriegen, dass sich das ganze Aussehen von dem Ding ändert. Bin ich ganz nett. Es gibt Punkte. Kann was platt machen, was will man mehr? Es gibt was zum Einsammeln. Ja, Leute, die haben. Kann ich auch einfach weit entscheiden, oben weiter zu gehen? Ja, kann ich. Das ist meine Entscheidung, ob ich runtergehe oder nicht. Ich entscheide mich jetzt mal für oben bleiben. Also, die Hintergrundgrafik erinnert mich ein bisschen an Paperboy. Was jetzt kein Kompliment ist. Also mit der Hintergrundgrafik hätten sie sich doch echt ein bisschen mehr Mühe geben können, oder? Okay, ich weiß jetzt nicht, welchen Arcade-Automaten das gelaufen ist. Und wenn das natürlich auf einen grotten alten Arcade-Automaten war. Wobei, da in dem Level haben sie es ja auch geschafft, einen halbwegs vernünftigen Hintergrund hinzukotzen. Halbwegs vernünftig, ja, halbwegs vernünftig ist der Hintergrund hier. Also hier haben sie es ja auch geschafft, also
Aha, das kann ich nicht nochmal einsammeln. Okay. Füße. Füße. Mit Füßen geht alles besser. Ein Treffer kassiert. Ja, man wird stärker, aber die Hitbox wird halt auch größer. Ja, wie kann ich das Oberteil jetzt? Ja, sehr gut. Ah, jetzt habe ich nur Füße und Oberteil. Auch nicht schlecht. Schön, dass es auch geht. Hat was von Transformers. Ja, das Scrolling. Ah, wenn das jetzt noch Parallax-Scrolling hätte, würde ich mich freuen, aber hat es natürlich nicht. Also, die Gegnerbewegung ist teilweise echt schwer vorherzusagen. Oh, abgekratzt. Aber macht erstaunlich Spaß. Ja, wenn man Grafik absieht, naja, ist halt eine Karkade-Umsetzung, ist halt nicht immer das Beste. Wenn man dann am Original bleiben will und die Grafik 1:1 übernimmt, tja, kommt halt das aus, was man hier sieht. Ich finde, so eine Arcade-Umsetzung hätte man ja auch ruhig ein bisschen aufpolieren können. Aber das kostet halt extra. Hat man natürlich nicht gemacht. Verstehe ich auch irgendwo. Budget für Games war immer schon knapp. Budget ist sowieso immer knapp. Egal in welchem Bereich. Habt ihr euch schon mal gehört, dass sich irgendjemand beschwert, dass er einfach zu viel Budget hat? Ach, meine Firma hat einfach zu viel Budget. Ich halte es nicht aus. Dieses Projekt hat zu viel Budget. Wir müssen da einfach noch mehr machen. Ich glaube, das kommt nicht vor. So, dann. Weiter geht's. So, ich bin auf 7 Minuten. Und ich muss sagen, ist schon ganz gut, das Game. Ich bin froh, dass ich den Dauerfeuerknopf habe. Weil ohne... wäre das schon sehr smashig. Nein, nicht so viel Bock auf Button-Smashing. Wie mal ab und zu, ja. Oder wenn es irgendwie Sinn macht, eine Frequenz selber zu smashen. Aber da sehe ich das nicht an. Was soll da besser sein, als einfach nur draufhalten? Ich habe das Gefühl, wenn ich weiter vorne bin, habe ich irgendwie mehr Chancen. Mal schauen, ob ich da richtig liege. Ah, okay, da unten killt es mich weg. Da brezelt was unten, da ist so ein Vulkan rauf. Da fliegt gleich was. Was? Komm mal. Ah, Dreck. Es ist schon hart. Es ist schon hart. Bin schon wieder Game Over. Ein Jammer. Ein Jammer. Mag Max. 10 Minuten habe ich gesagt, verdammt. 10 Minuten, bitte, was geht noch? Einmal geht's noch. Ja, also richtig gut kann ich jetzt nicht sagen, aber richtig schlecht halt auch nicht. Vor allem, wenn man unter der Prämisse der Arcade-Umsetzung kann man ja sagen, ja, wir wollten halt nah am Original bleiben, bla bla. Aber, naja. Ob auf der Arcade-Maschine nicht vielleicht auch mehr drin gewesen wäre, ist die Frage, ja. So, da gehe ich nicht runter, ich versuche so lange wie möglich oben zu bleiben. Ja, jetzt will mir noch Füße. Nein, ich will da nicht drauf. Ich will da oben bleiben. Kein Untergrund. Jetzt kann man dieses Schiff wieder drüben nerven, tierisch. Wegbrezeln, ja. Nichts. So, da. Wow, was ist denn das wieder? Neuer Gegnertyp! Wow. Ja, es gibt wirklich einige Gegnertypen, also. Hat die Beschreibung nicht gelogen. So, dann. Das Leben verbrauchen wir auch noch, ja. Ich könnte ein Upgrade brauchen. Ah, dass die Gegner nicht droppen. Ah, jetzt bin ich doch reingefallen wieder unten. Das wollte ich eigentlich nicht. Mir gefällt es eigentlich oben besser. Gut, mal schauen, wie weit. Ich bemühe mich. Ich bemühe mich wirklich. Die Frage ist, sollte ich da überhaupt so rumfuchteln und... Wenn die jagen mich ja eh nicht, kann der einfach die in Ruhe lassen. Ah, naja. Ah, jetzt kommt der Mist wieder. Ah, die fliegen rum und nerven ordentlich. Ah, voll die Treffer eingesteckt hier schon wieder.
Also die Sound ist super stressig hier. Aber nicht schlecht, nicht so. Richtig stressig, aber nicht schlecht. Also wenn ich jetzt ein paar Beine hätte, könnte ich mir da holen, aber ich brauche keine Beine. Ah je. Yeah. Nein, nein, nein. Ah ja, 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 ja. Nein, 10 Minuten sind um. 10 Minuten sind um, das reicht mir, das reicht mir. Das war Mag Max am NES. Ein interessantes Spiel, wenn er auf so Arcade-Zeug steht. Kann man mal zocken, aber da gibt es aber doch deutlich Besseres. Die Umsetzung mit dem, dass das Wachsel immer besser wird und dass man es auch optisch sieht und dass sich der Collider ändert, also dass das Wachsel wirklich größer wird, finde ich schon ganz nett. Viele verschiedene Gegnertypen. Check. Hintergrundgrafik ist teilweise echt, echt mies. Da wäre noch Luft nach oben gewesen. Ja, kann man zocken 2019 auch noch, aber kann man auch besseres zocken. Ja, freut mich, dass ihr mit dabei wart. Lasst mir einen Daumen hoch da und abonnieren, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut mal in die Playlist. Über 300 NES-Games habe ich schon gezockt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.